Großes Wiedersehen der Torwartlegenden von Borussia Mönchengladbach. Wolfgang Kleff, Uli Sude, Wolfgang Kneip und Uwe Kamps. An charismatischen Schlussmännern hat es wahrlich nicht gemangelt. Mittendrin die Zukunft und aktuelle Nummer 1, Jan Sommer. War für mich jetzt heute auch sehr interessant, mal mit diesen ehemaligen Torhütern zu sprechen, mal ein bisschen was auszutauschen und auch ein paar Bilder zu sehen, wie das früher aussah, weil es war ja doch lange vor meiner Zeit. Und die haben tolle Arbeit geleistet und eine riesen Zeit gehabt für die Borussia. Und wegen ihnen darf ich jetzt auch im Borussia-Tor stehen. Ich meine, der Club ist ja, wäre ja ohne diese Torhüter nicht so weit gekommen und finde ich toll. Vor wenigen Monaten hat der Schweizer das schwere Erbe von Marc-André Ter Stegen angetreten. Die Erwartungen und der Druck sind enorm. Doch Sommer geht betont locker mit der Situation um. Vielleicht hat er sich sogar ein paar Tipps geholt. Wir haben auch immer wieder mal Kontakt zwischendurch und wir tauschen uns aus, wie geht es ihm, wie geht es mir, wie läuft es. Und auch er, toller Torhüter, habe ihn oft beobachtet aus der Schweiz damals noch. Und ich darf jetzt sein Nachfolger sein und das macht mir sehr viel Spaß. Spaß hat er, das sieht man ihm an. Er selbst bezeichnet sich als fußballverrückt im positiven Sinne, weil er, wie er selber sagt, mit dem Goalie-Gen geboren wurde. Man muss schon ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen speziell sein, wenn man sich ins Tor stellt, glaube ich. Aber für mich war das immer das Einzige, was ich wollte im Fußball. Und darum war ich auch, seit ich 4 Jahre alt bin, stehe ich zwischen den Pfosten und wollte gar nicht, nie etwas anderes machen. Und ich glaube, man muss wirklich ein bisschen geboren sein dafür. Das Talent wurde ihm in die Wiege gelegt. Die einzige Kritik, seine Körpergröße von nur 1,83 Meter. Doch Sommer sieht keinen Nachteil. Die fehlenden Zentimeter gleiche ich durch eine gute Sprungkraft und starke Reflexe wieder aus. Außerdem kann ich auch mit dem Ball am Fuß umgehen, so der 25-Jährige. Ein sehr, sehr offener Typ, also der auch dementsprechend bei den Leuten, denke ich, rüberkommt, ankommt, mit den Leuten dementsprechend auch umgeht. Gute Leistung bringt da, ein gutes Gesamtpaket auch mitbringt, sei es 1 gegen 1 bei Flanken, wie er hinten die Mannschaft coacht, mitspielt. Man kann ihn hinten immer einspielen, er ist beidfüßig, das war für uns sehr, sehr wichtig nach Marc-André Ter Stegen, wo wir uns doch an einen gewissen Eröffnungsstil im Fußball gewöhnt haben und da passt er super rein und da macht er einen Riesenjob. Jan Sommer wurde bei der Borussia nicht umsonst mit einem 5-Jahres-Vertrag ausgestattet. Vielleicht wird er in dieser Zeit in die großen Fußstapfen von Marc-André Ter Stegen treten können und vielleicht zur nächsten Torwartlegende von Borussia Mönchengladbach reifen.